Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei XCOM Rebirth, sei ich schon. Enemy Within, meine ich. So, wir haben zuletzt unsere Bewegung gemacht, sind jetzt hier auf der Exhort-Mission und schauen wir mal, ob wir unseren Sender verteidigen können, der da vorne steht. Wäre natürlich ganz praktisch. Wer ist es? Ist das A-Team? Ja. Die Situation gerät außer Kontrolle. Seid mal schön in Panik und verzieht euch. Die Situation gerät außer Kontrolle. Ah, ihr hört euch auch noch gleich an. Seid wohl Geschwister. On my way. Bam. In den Rücken. Ich find's eigentlich ganz schön, mal gegen Menschen zu kämpfen. Das macht das Spiel ein bisschen nicht interessanter, aber weiß ich nicht, abwechslungsreicher, als wenn man nur die ganze Zeit gegen die Aliens kämpfen muss. Obwohl selbst auch die ganzen Aliens-Typen ja unglaublich abwechslungsreich sind. So, wer wäre denn noch ein Sender? Ach, da oben, okay. Aber ich will gerne an den Sender hier vorne, also sprutten wir mal dahin. Das Geld ist aber nicht als eine Runde am Hacken, oder? Einheit versucht, den Codierer zu hacken. Wenn wir das nicht verhindern, werden sie die Position des Senders ermitteln. Ich bin schon auf dem Weg. Feindkontakt bestätigt. Na geil. Ist mir egal. Ich verbrenne euch einfach. Warten wir noch. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Wir haben leider keinen mit Granate. Haben wir den schon mal? Tja. Der kann nur den angreifen, dann machen wir das. Ausräuchern bringt mir gerade nichts. Prozent. War leider auch nix. Hauptsache, wir haben die aus dem Gebiet rausgekriegt. Ja, ja, greif mich ruhig an. Warum laden die alle nach? Und was hat er da für ein Pack auf dem Rücken? Wir empfangen etliche Signale, die sich auf Strike One zu bewegen, Commander. Mehrere Feinde im Anmarsch. Der feindliche Funk ist ausgeschaltet. Das sollte Exalt für eine Weile auf Trab halten. Feuer frei. Position bestätigt. Genau, geh mal dahin, damit du nicht so vor den genau stehst. Der steht da unten. Der hat gar keine Deckung mehr so.
Genau, geh mal direkt an den Sender. Sehr gut, das war kritisch. Gut ins Gesicht. Will do. 100%. Obwohl, kann ich das hier mit dem Begleitschaden machen? Weil ich auf jeden Fall so getroffen habe. Na, wo willst du denn hin? Mein kleiner Freund. Warum laden die ganze Zeit nach? Die schießen kein einziges Mal. Bin schon dabei, Commander. Bin wieder so weit. Auf den. I'm on it, Commander. Sehr schön. I'm about to start keeping score. Heading to that location. 100%, ey. Ach, jetzt hat er die Laserpistole in der Hand. Unglaublich. Egal, der macht den platt. Ach ja. Warum nicht? Feuer frei, tot. Ah. Treff ihn. War klar. Nächstes Mal krieg ich ihn. Mit ihm muss ich wirklich auf den oben schießen. Boah, Entschuldigung. Das sah einfach zu lustig aus. Genau, spurtet einfach hin. Kann man sogar Munition sparen. So ein bisschen nachladen. Wer kriegt den? Ich sag mal, der Mac kriegt den. Damit der weiter levelt. Bam. Und? Immer noch kein Feierabend. Ups, jetzt steht der oben. Commander, wir müssen jetzt nur noch kurz durchhalten. Damn it. Enemy is still alive. Da bin ich ja mal gespannt jetzt. Bzzz.
Ach so, vom Helikopter. Schön, er hat keine Munition. Hm. 96% Treffsicherheit. Töte ihn. Danke. Also da hinten steht ja noch einer. Dann sollten wir den mal eben hier drin verstecken. Fürs Nachladen. Warum ist er da nicht sicher? Ach so, weil nach Norden der Sniper steht, ne? Hm. Müssen wir mal so handeln. 100%. Kritisch. Hm, immerhin. Ach, das ist auch ein Sniper. Na Gott sei Dank. Die Exoids sind nicht so gut. Genau. Da ist die Deckung weg. Jetzt müssen wir nur mit dem Mech von hinten kommen. Geh weg. Schade, dass ich kein Feuer mehr hab. Hallo. Hier komme ich. So, mein Sniper kriegt die Ehre, den zu töten. Wenn er es denn schafft. Und er schafft es. Dann haben wir noch den Sniper da hinten. Den sollten wir aber auch ohne Probleme hinkriegen, oder? Ach, Sturmeinheiten sind eigentlich die geilsten. Bam! Elite-Verteidigung, Errungenschaft freigeschaltet. Di-di-di-di. Eine beispielhafte Leistung. Hoffentlich verlaufen alle Operationen so reibungslos wie diese. Genau. Immer doch. Unglaublich. Exalt-Basen eingegrenzt. Identifikation bestätigt. Position der Exalt-Zelle verifiziert. In China. Aber wir schicken irgendeinen Noob, ey. Kann ja nicht sein, dass wir da einen unserer besten Soldaten hinschicken. Excom-Einsatzkraft gegen Exalt-Stellung in Position in China. Immerhin haben wir ein paar erfahrene Leute unter uns. Man braucht Mumm, um sich so einem Ding zu stellen. Erforderlich. Okay. Oh Mann. 2 Tage für einen Aufzug.
Wir müssen die Basis angreifen von den Aliens. Wir haben keine andere Wahl. Ansonsten kriege ich nicht... Vier Tage sind die noch verwundet, aber in vier Tagen ist der Bericht... Ja, dann muss ich jetzt die Basis angreifen. Arschlecken. Truppe gerade war nicht schlecht. Aber nehme ich lieber noch einen Schweren mit, anstatt einen Scharfschützen. Und der nimmt am besten auch noch mal Medkit mit. Oder Blendgranate. Nehmen wir wirklich echt noch einen mit. Na, wir wollen in die Einsatzleitung, nicht in den ganzen anderen Kram hier rein. So, Angriff der Basis in Südafrika. Blub. Meine Unterstützer sind ja alle verwundet, die Schlawiner. Weil die Granaten benutze ich ja eh nicht. Okay. Auf geht's, ab in die Alien-Basis. Damit die Panik auf der Erde runtergeht. Dieser Generalschlüssel sollte Ihnen Zutritt zum Alien-Lager verschaffen. Wir haben aber nur diesen einen Versuch. Den sollten wir nutzen. Toll, nehmen Sie ihn gefangen. Wie das denn? Ich habe da überhaupt keinen Piu dabei. Bisher haben wir keinen Sichtkontakt zum Feind. Das ist aber kein Grund, die Füße hochzulegen. Wir rechnen mit erbittertem Widerstand. Wahrscheinlich rücken die Aliens gerade vor. Heading to that location. Aber so in meiner Mission steht nicht, dass ich den gefangen nehmen soll. Ach egal, ich töte ihn einfach. Ich habe eh jetzt nichts mit, um ihn gefangen zu nehmen. Hey, Feinde! Oh, so viele Einsätze hast du schon gemacht und du schießt immer noch daneben. Zielsystem wird neu ausgerichtet. Warum hat der jetzt die normale Waffe? Aber ich habe die doch geändert vorhin. Ach, ich habe einen anderen Schweren bestimmt wieder eingepackt. Ich krieg die Krise. Das ist auch geil. Einfach vier kritischer Schaden vom schwächsten Gegner, der existiert hier. Alter. Die Mission ist schon so für'n Arsch. Ach so, warum habe ich zwei Schwere mit? Das war doch einer Sturm, oder? Ach, egal. Deshalb habe ich kein zweites Geschütz dabei mit Lasern. Weil ich zwei schwere Penner dabei habe. Unglaublich. Ich hasse schwere Soldaten. Die sind einfach so unnütz. Bin wieder kampfbereit.
Heil dich mal selbst, danke. Prozent. Ja. Kann mich echt tot hinlegen, ey. Na komm, greif mich doch an. Die schweren Schützen sind so kacke. Ich rücke vor. Tja, wir kennen jetzt den Ort, an dem sie die Entführten verschleppen. Was sie damit bezwecken, wissen wir aber immer noch nicht. Schön, was ich alles sehe. Schön, ich bin in Panik, ich renne einfach eine Deckung weiter. Diese Kinderkacke, ey. So, du unnützes Stück. Versuch dein Glück. Ah, Gott sei Dank. Das ist natürlich jetzt übertrieben gewesen, aber irgendwas muss ich machen. Oh, renn dann noch weiter weg. Egal, erstmal ganz ruhig und entspannt. Ach, weißt du, warum das Schwere jetzt das schwere MG hat? Nur, und nicht das Laser-MG. Ach ja, ist auch egal. Habe ich schon alles erwähnt vorhin. Tja, Kacke. Position bestätigt. Biu, 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 biu. Toll, auch nur 47%. Versuchen wir's. Sehr schön. Oder auch nicht. Der macht bestimmt kritisch plus 4. In Ordnung, Commander. Warum hat der denn einen Bonus? Tot. Ach, Railguns. Ich brauche Munition. Gegnerisches Ziel neutralisiert. Running. Ist zwar ganz schön eine Verarsche insgesamt, aber die Railgun-Waffen sind schon eine geile Scheiße, ohne Witz. Ich werde diese Mission schaffen, ey, selbst wenn ich bei Ausrüstung wieder so einen dämlichen Fehler gemacht habe. Boah, aber die Station war so elendig lang, ne? Ja, bis hier vorne und noch weiter und hier vorne ist dann irgendwo der Boss. Ugh. Unterwegs. Munition nachgeladen.
aufgeladen. Er ist Leroy, das ist mir bis jetzt noch gar nicht aufgefallen. Wo ist der Feind? Feind nicht da. Aber er kriegt auch einen Bonus, wenn er bei einer Deckungsposition steht. Ah ne, das ist vom Overwatch. Da kriegt er ja plus 10 Verteidigung. Ich erinnere mich. Da war ja was. Gucken wir erstmal runter. Blah. Ekliger Hintergrund mit den ganzen Adern hier, oder was das ist, oder es lebt. Und wie viele Aliens werden uns erwarten? Das alles nächstes Mal, wenn es wieder heißt Let's Play XCOM Enemy Within mit eurem Doc. Ciao!